BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Im Ringen um ihr mehrere hundert Millionen Euro umfassendes Sparpaket hat sich die grün-rote Landesregierung gestern mit den Kommunen auf einen Kompromiss geeinigt. Sie bezahlen 2013 und 2014 jeweils 340 Millionen Euro, 60 Millionen weniger als vom Finanzminister ursprünglich veranschlagt. Streit gibt es hingegen noch immer über die Einsparforderungen gegenüber Beamten und in den Ministerien. Und mit den Vertretern der Beamten müssen wir eben weiter hart verhandeln und gucken, welchen Konsolidierungsbeitrag wir mit ihnen vereinbaren. Wenige Kilometer vor der deutschen Grenze ist es im französischen Elsass nahe von Mühlhausen zu einem schweren Busunfall gekommen. Dabei kamen laut Polizei mindestens zwei Menschen ums Leben. Fünf Menschen werden noch vermisst. 42 Passagiere sind verletzt worden. Der doppelstöckige Bus mit 65 Reisenden war an einer Autobahnauffahrt umgestürzt und in einen Graben gerutscht. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird morgen über die Zulässigkeit des geplanten europäischen Rettungsschirms ESM entschieden. Die Entscheidung wird wegen der Auswirkungen auf die Eurokrise mit Spannung erwartet. Auf sie sind morgen die Augen deutscher Politiker, aber auch der europäischen Politik und der Weltöffentlichkeit gerichtet. Die richtungsweisende Entscheidung werden aber auch Banker, Zentralbanken, Börsen- und Finanzinvestoren verfolgen, oft mit bangen Blicken. Welche Entscheidung die höchsten deutschen Richter bezüglich des neuen europäischen Rettungsschirms ESM auch fällen, die Entscheidung wird historisch sein. Und dafür ist auch sie verantwortlich. Hertha Däubler-Gmelin vertritt als eine der Klageführerinnen die Organisation Mehr Demokratie und dabei rund 40.000 Bürger. Die ehemalige Bundesjustizministerin ist nicht gegen die Euro-Rettung an sich. Sie und andere befürchten aber, dass mit der geplanten Einführung des neuen europäischen Dauerrettungsschirms ESM, der dann in unbegrenzter Höhe und zeitlich unbefristet agieren darf, dem Deutschen Bundestag und damit den Deutschen selbst klammheimlich und unwiderruflich das Recht über die nationalen Ausgaben entzieht. Das sind alles Menschen wie Sie und ich, die sagen, wir haben als Wahlbürger das Recht, einen Bundestag zu wählen, der in diesen zentralen Bereichen der Fragen, was passiert eigentlich mit unseren Steuern und unserem Geld, auch wirklich was zu sagen hat. Diese beiden Pakte, sowohl der Fiskalpakt wie auch der sogenannte ESM, nehmen Teile dieses Gestaltungsrechts weg nach Europa. Übrigens nicht zum Europäischen Parlament, sondern zur Kommission und zum Rat und zur Bank. So werde nämlich der höchsten demokratischen Vertretung der Deutschen, so diese Argumentation, das Königsrecht entzogen, um dieses dann in die Hinterzimmerdiskussionen europäischer Regierungschefs zu verlagern. Unsere Kritik ist, dass, wenn man das will, man auch bei uns die Menschen vorher fragen muss. Das heißt, das darf man nicht so Hählinger machen und nicht hintenrum und nicht in der Salamitaktik, die sich ja auch darin zeigt, kaum hat der Bundestag etwas auf dem Tisch, was er beschließen soll, schon beschließt Frau Merkel in Brüssel wieder weitergehende Schritte. An der Klage Däubler-Gmelins, die aus Sicht ihrer Kritiker den Euro und damit die EU selbst gefährden könnte, gibt es partei- und institutionenübergreifend allerschärfste Kritik. Da aber der Euro jetzt da ist und die Volkswirtschaften fest ineinander verzahnt, nützt es nichts, über die Vergangenheit zu lamentieren. Wir müssen jetzt Reformen angehen, die den Euro stabil machen für die Zukunft. Wir würden natürlich eine gewaltige Aufwertung der D-Mark in unterschiedlichster Form erfahren. Ich würde mal vorschlagen 50-60%. Und wir würden damit temporär enorme Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Deswegen sage ich Ihnen, wir haben als Deutsche das größte Interesse daran, dass Europa, dass die Union, der Binnenmarkt, die Eurozone, das offene Europa überlebensfähig bleibt. Denn derzeit ist es in Lebensgefahr. Dass Sie und die anderen Kläger im Erfolgsfall den Euro, das moderne Europa oder sogar die internationale Finanzarchitektur gefährdeten, überzeugt Däubler-Gmelin aber nicht. Wissen Sie, das hören wir jetzt seit 2 Jahren. Ich habe den Eindruck, dass der Euro und die EU viel stärker durch diese Art von Politik Gefahr gebracht wird. Es gibt ja auch aus dem Bereich der Ökonomen und der Finanzwissenschaftler ganz viele, die sagen, das, was jetzt gemacht wird mit diesem permanenten Rettungsschirm, ist quasi so eine Art von Brandbeschleuniger. Viele Augen werden morgen also nach Karlsruhe gerichtet sein. Ob die Bundesverfassungsrichter die Pläne für den geplanten ESM-Rettungsschirm kippen oder nicht, wird ab 10 Uhr bekannt gegeben.
Der Energiezweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, OEW, hat ein Vorkaufsrecht für die vom Land gehaltenen NWW-Anteile zugesprochen bekommen, falls das Land die Aktien wieder abstößt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde gestern unterzeichnet. Die grün-rote Landesregierung will eine Bürgerbeteiligung bei landeseigenen Großprojekten verpflichtend machen. Bis Herbst 2013 soll eine entsprechende Verwaltungsvorschrift entstehen. Im Fall der Schlammlawine in Stuttgart-Kaltental durch einen Bruch einer Hauptwasserleitung lässt die NBW jetzt ein Gutachten über die Ursachen erstellen. Bislang hält sie eine Bodenverschiebung durch das trockene Wetter für wahrscheinlich. Der Vorfall hat in Stuttgart zu einer Diskussion über den Zustand des Wasserleitungsnetzes geführt. Die Aufräumarbeiten vor Ort seien bereits zu rund 80% abgeschlossen. Im Fall der schweren Ausschreitungen auf einem kurdischen Kulturfestival in Mannheim, bei dem 81 Polizisten verletzt wurden, soll eine polizeiliche Ermittlungsgruppe die Geschehnisse jetzt untersuchen sowie Tatverdächtige identifizieren. Polizei und Innenministerium haben indessen Vorwürfe der Veranstalter zurückgewiesen, die Polizei habe die Kurden provoziert. Innenminister Gahl will Lehren aus den Vorgängen in das neu geplante Versammlungsrecht einfließen lassen. Soweit die BB1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Am morgigen Mittwoch wird das ganze Land von einer dichten Wolkendecke überzogen. Und die schüttet auch noch ihre nasse Fracht aus. Regen in ganz Baden-Württemberg. Da sich die Sonne überhaupt nicht mehr blicken lässt, sinken auch die Temperaturen rapide ab. Schon am Donnerstag haben die Niederschläge wieder ein Ende und die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Lediglich in der Region um Aalen und am Feldberg überwiegen die Wolken. Die Werte erreichen die 20-Grad-Marke dennoch nicht mehr. Bebenhausen wird auch als die Perle des Schönbuchs bezeichnet. Der ganze Ort steht unter Denkmalschutz. Besonders sehenswert sind aber das Kloster und das Schloss Bebenhausen. Die württembergischen Könige hatten hier ihren Jagd- und letzten Ruhesitz. Zudem tagte von 1947 bis 1952 der Landtag von Württemberg-Hohenzollern in den Räumlichkeiten. Geöffnet ist immer dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Ungeahnte Talente entdecken oder bereits vorhandene ausbauen, das können die Besucher der Experimenta in Heilbronn. In vier verschiedenen Themenwelten steht hier die eigene Forschungsarbeit im Vordergrund. Groß und Klein können sich in unterschiedlichen Experimenten versuchen und auf diese Weise entdecken, erleben, erkennen. Getüftelt und untersucht wird von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Die Stadt Ludwigsburg war Heimat der ersten und lange Zeit auch einzigen Justizvollzugsanstalt in Baden-Württemberg. Was Gefängnis im 18. und 19. Jahrhundert bedeutete, lässt sich im Strafvollzugsmuseum nachvollziehen. Ausgestellte Originale geben einen Einblick in die früheren Zellen, aber auch in die Praxis der Rechtsprechung. Eines der Highlights, eine funktionsfähige Guillotine. Die Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren.